So, moin Stefan. Erstmal vielen, vielen lieben Dank. Du weißt ja, für mich bist du der Paracord-König hier bei YouTube. Und ich habe dir zwar gesagt, du sollst mir nichts schicken dafür, für das, was ich dir geschickt habe, aber trotzdem vielen, vielen lieben Dank. Meine Frau hat sich gleich vorhin den hier gecached und hat ihn hier an ihren Schlüsselbund dran gemacht. Also der ist schon mal weg. Und für die zwei habe ich auf jeden Fall auch schon eine super Verwendung, wo ich die dran mache. Der eine bekommt ans Rad 3, ich denke der hier, und den anderen nehme ich für mein Wick. Damit sind die beiden auch verplant. Also nochmal vielen, vielen lieben Dank. Und ich werde mein erstes veganer Outdoor-Essen probieren. Aber den benutze ich jetzt bei unserer nächsten Tour, entweder mit dem Fahrrad oder wenn wir zu Fuß unterwegs sind. Also vielen, vielen lieben Dank. Das war wirklich nicht nötig, aber ich freue mich wirklich riesig. So, und jetzt noch was von mir für dich. Und zwar, nachdem du letztens mit mir geschrieben hast, dann hast du mir gesagt, du isst gerne scharf, habe ich jetzt noch kurz meine Reste von den getrockneten Mini-Peperonis und noch von meinen frischen, wo jetzt gerade dranhängen. So sehen die aus. Der ist jetzt noch frisch oder noch nicht ganz getrocknet. Die schicke ich dir mal jetzt noch. Die trockenen, also die, wo jetzt noch nicht getrocknet sind, entweder kannst du gleich dann irgendwie verputzen oder du lässt es einfach noch ein bisschen draußen liegen, dass sie trocknen. Aber warum ich dir es schicke, ist, dass du dir vielleicht dann, wenn du willst, dass du auch so einen Mini-Bonsai-Chili-Baum hast. Der geht ganz einfach zu züchten, also auch für Leute, die null Ahnung von Gärtnern haben. Einfach von den getrockneten Peperoni, wo da drin sind, also eine oder zwei nehmen, die aufbrechen, die Samen einfach in Erde reinmachen, leicht, also nur ein bisschen reindrücken, die Samen leicht feucht halten das Ganze und nach ein paar Tagen hast du dann wirklich schon einen richtig tollen Mini-Bonsai-Chili-Baum. Also mehrere hast du, die kannst du auch verschenken. Ich hätte ja gern schon einen vorgezogenen geschickt, aber das ist mir doch ein bisschen zu riskant. Auch von der Größe her wäre das jetzt ein bisschen, ja, wäre es blöd. Und bei der Sommerhitze, da hätte ich Angst, dass es kaputt geht. Okay, so viel dazu. Und wenn es dich interessiert, wie scharf das Ganze ist, ich meine, Dennis Fuwa Forest Films HD, der ist ja auch so ein Scharfesser, der hat es schon verköstigt. Der hat es dann doch ein bisschen mehr gebrannt als gedacht. So sieht es dann halt aus, wenn er die Früchte trägt. Also er trägt das ganze Jahr über. Also du kannst auch im Winter kannst du einfach frische Peperonis haben. Und kaufen kann man den für Leute, wo es interessiert, zum Beispiel bei Rühlemann. Das ist hier dieser Katalog Rühlemanns. Da bestelle ich. Ja, okay, so viel dazu. Das ist hier der Mini-Bonsai. Und da probiert man mal so zwei, drei, vier, je nachdem. Hier steht es auch, Anfänger und so weiter. Sollte man erstmal klein anfangen. Okay, das war's von mir. Das geht heute noch raus an dich. Und dann wünsche ich dir viel Spaß damit und frohe Schärfe. Also, vielen lieben Dank nochmal und wir sehen und hören uns ja auf YouTube. Mach's gut, Stefan. Bis dann. Ciao, ciao. Ah, kurzer Nachtrag noch von mir. Und zwar, irgendwie, wenn der Öff-Öff mit seiner Schenker-Bewegung wüsste, was hier auf YouTube unter den Bushcraftern und Messerfreunden eigentlich so alles verschenkt wird untereinander und wie der Umgang untereinander ist, ja, wie freundschaftlich und nett und dass, wenn man mal was braucht, man fragt den einen und der sagt auf einmal, hey, alles klar, gib mir deine Adresse, ich schicke dir es zu, kein Problem. Das ist also wirklich, wirklich toll hier. Wollte ich auch mal an die anderen Leute noch sagen, von denen ich auch schon mal was bekommen hatte, wie zum Beispiel damals von Buschberti, der mir einfach da den Kienspan geschickt hat. Ja, nur mal so als kleiner Nachtrag, ihr seid wirklich toll und danke nochmal und ich glaube, wir gründen die neue Schenker-Vereinigung hier auf YouTube. Bis dann, bye bye.